Mein heutiger Stargast hier oben auf dem Dach, Juche, unterm Dach, Juche, ist Jiri Siva aus Berlin. Hallo. Hallo. Der ist zur Abwechslung mal kein DJ, sondern richtig Hardcore-Produzent. Du bist ein richtig fleißiger Mensch, bist sehr vielseitig. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Dein Hauptfame, würde ich mal sagen, hauptsächlich kennt man dich über deine Produktionen, die bei Hardhouse erschienen sind, seit 1993, glaube ich. Glaube ich auch. Ja. Ich weiß nicht. Wie bist du überhaupt als Berliner dazu gekommen? Ist ja doch relativ ungewöhnlich bei dem Frankfurter Giganten Hardhouse. Damals Giganten. Wie kam das? Ich habe Demos hier verteilt und unter anderem auch beim Hergel Birkelbach eins angekommen. Der hat es leider gereicht über seine Verbindung nach Frankfurt. Die fand es schön und haben es gemacht. Das passte ja aber doch eigentlich, sage ich mal so, vom Style her nicht wirklich in den üblichen Hardcore-Katalog. Nee, aber ich glaube, das war vielleicht gerade deswegen damals nötig, dass da was ist, was auch noch anders ist. Und vielleicht die Berlin-Verbindung auch, die uns gut getan hat. Also nicht nur in Frankfurt und dann zu Hause. Wenn ich deine Platten höre, ich habe sie mir dann auch jetzt anlässlich dieses Gesprächs alle nochmal genauer eingezogen. Das sind Sachen, die sich mir nicht unbedingt auch nach dem dritten Mal sofort erschließen. Wie erarbeitest du das? Ist das so, funktionierst du so? Hast du diese Musik immer in dir drin oder setzt du dich da wirklich hin und frickelst dich so lange rein, bis das so einen Sound gibt? Also es ist unterschiedlich. Das sind einfach so kranke Sachen, die so passieren und ich arbeite so lange, dass ich da reingefunden habe. Das ist manchmal aber selbst am nächsten Morgen nicht mehr tue. Aber wenn es einmal funktioniert, dann muss es wohl irgendwie gut sein. Und dann versuche ich es zu Ende zu bringen, schnell möglich. Weil wenn man lange dran rumfrickelt, dann wird es einfach zu kompliziert. Also die Sachen sind teilweise gar nicht mal so irgendwie konzentriert und intellektuell zusammengebastelt, aber doch merkwürdig und dann aufgeräumt. Ich schmeiße meistens einen großen Haufen zusammen und versuche den dann ein bisschen in Form zu bringen. Aber was bei übrig bleibt, ist dann für den Normalverbraucher, denjenigen, der es zuerst hat, doch meistens noch ein bisschen zu viel. Dann. Wie lange machst du das schon? Hast du vorher schon deine Heimorgel vergewaltigt? Ja, ich habe 9 Jahre lang Schlagzeug gespielt. In Jazzbands und da auch schon meistens nicht immer das mitmachen wollen, was dann irgendwie gerade angesagt wurde. Und wäre dann so den typischen Jazzabschluss, wo alle richtig Dampf geben, habe ich meistens ausgesetzt. Dabei ist Schlagzeuger auch möglich. Ne? Ja, weil da gibt's, dieser Standard ist ja, dass irgendwie alle am Ende nach der letzten Improvisation nochmal richtig irgendwie rödeln. Da habe ich immer mich zurückgehalten. So, dass ich immer was versucht habe zu machen, was ich nicht machen würde, weil es alle machen. Aber nicht wirklich nicht als Konzept, sondern weil es mir drin ist und weil es immer wieder so passiert. Ich habe kein grundlegendes Konzept in meiner Musik. Und kein intellektuellen Anspruch. Da kann man auch nichts drin merken oder auf irgendwie konstruieren. Ernsthaft? Bei mir kommen auch die Titel. Alleine schon dein Name schreibt sich klein mit einem Punkt dazwischen. Ja, weil es gerade so schön aussieht, aber nicht, weil es einen intellektuellen Anspruch hat. Ich dachte, das wäre unheimlich gewälzt und hätte tierische. Nee, das finde ich voll schade. Also wenn es nicht funktioniert, auf den Anhieb, dass man es einfach hört, das ist ja was zum Hören, die Musik. Dann macht es irgendeinen Zusammenhang und ein intellektueller Rückhalt auch nicht gut, finde ich. Das war auch mein Problem lange Zeit, dass Leute mich in so eine intellektuelle Schiene gedrückt haben, Intelligent Techno und sowas. Muss man intelligent sein, um Musik zu hören, das glaube ich nicht. Nur offen. Bei mir stellt sich dann auch die Frage, warum jemand, der so viel Talent hat wie du und der auch so viel Arbeit und Fleiß und Liebe in seine Projekte steckt, dann nicht in Berlin veröffentlicht. Weil ich einfach ganz früh, als meine erste Veröffentlichung kam, in Frankfurt war bei Hardhouse und mich jetzt umzugucken. Hast du dich denn hast du deine Demo-Tapes auch in Berlin umgeschickt, oder? Aha. Es war auch die zweite Anlaufstelle Hardhouse und die haben es genommen. Also es war auch nicht jetzt, dass ich viel verteilt habe. Aber ich habe dann da diesen Heimathafen gefunden und habe mich nicht groß drum bemüht, noch was anderes zu machen. Vielleicht auch zu meinem Leid, dann hätte ich jetzt noch mehr Strömung gleich begleitet in mir selbst. Aber im Moment habe ich halt nur diese Jiri-Siva-Seite auf Hardhouse gefördert. Jetzt, 97, haben wir auch andere Sachen passiert. Auf NTA ist diese Sache rausgekommen. Es wird woanders was rauskommen. Das kommt schon. Es wird was passieren. Besonders weil es IQ nicht mehr gibt, sehe ich das total als eine Herausforderung im Moment. Und du warst ja da schon gesichert irgendwie. Ich war da gesichert, aber dadurch, dass ich jetzt nicht mehr bin, finde ich es sehr angenehm, mich selbst wieder, also was Neues zu probieren und vielleicht wieder Demo-Tipps verschicken zu müssen. Auch mit einem anderen Background jetzt, weil die wissen, wer ich bin, aber ich finde es ganz spannend. Die Leute melden sich vielleicht auch bei dir, oder? Ja, ich komme aber solchen Sachen vielleicht nicht nach, weil ich erst die Musik machen möchte. Es gibt schon Nachfragen, aber ich möchte erst die Musik machen, wissen, was es ist und dann es verteilen. Und vorher war es so, dass ich gewusst habe, es kommt bei Hardhouse raus, also wird es bestimmt wieder so eine merkwürdige Jiri-Siva-Sache. Und deshalb vielleicht mein Ziel auch geprägt. Und das finde ich jetzt ganz angenehm, dass jetzt kann alles passieren. Also die Stücke, die ich jetzt mache, die können ganz anders klingen. Das finde ich ganz schön. Macht mir auch gerade sehr großen Spaß wieder. Hat sich tut sich immer noch,
die Berliner Clubszene, die ja doch zum Teil auch legendär ist, auch zu Recht, irgendwie ein bisschen Raver und Clubber. Hat dich beeinflusst aus deiner Musik? Weil war total. Also ich unterstelle mal, dass deine Produktionen nicht so oft laufen in Berliner Clubs, ne? Ja. Nee, stimmt schon. Also ich möchte dich jetzt nicht anpissen. Ja, ich finde ja auch schade. Total, also da, das war der Einstieg. UFO war mein Einstieg. Da habe ich jedes Wochenende durchgemacht. Aber es hat jetzt in den letzten 3 Jahren abgenommen, weil irgendwie der Kick durch die Musik für mich nicht mehr unbedingt da war. Das klingt vielleicht jetzt gerade ein bisschen komisch. Das würde ich mir jetzt auch ein bisschen angemacht. Ja. Ich würde es rausschneiden. Nee, lass mal alles drin. Ich bin doch totaler Party, genau. Ich habe große Freude. Nur die Locations, die jetzt vergleichbar wären mit dem UFO und dem Planet, was das E-Werk wäre, das hat es bei mir im Moment hat's nicht gebracht. Da hat der Funken nicht so übergesprungen. Und der war eher woanders in kleineren Clubs. Und auch im ganzen letzten Jahr war eher in Hausrichtung. Das ist aber was du nicht rauslässt, so richtig. Ne? Also ich meine, Hausproduktion bin ich nicht so wirklich von mir. Abwarten. Ah, okay, wir sind gespannt.